Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist das nächste Adventskalender-Unboxing fällig. Ja, und zwar geht es heute um diesen Riesenkalender. Und zwar ist das der von Douglas. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in allen 24 Türchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show. Und viel Spaß mit dem Video. Es wird auch noch eine kleine Verlosung geben. Und ja, ich werde alle Türchen öffnen. Ist klar, ne? Genau, ja. Dieser Kalender kostet 39,95 Euro. Das heißt, der ist ein bisschen teurer geworden. Ich glaube, letztes Jahr lagen wir bei 29,95. Dieses Jahr soll der einen Wert haben von über 200 Euro. Ne? Ich bin sehr gespannt, was sich darin dann tatsächlich verbirgt. Hinten steht schon drauf. Ich versuche mich selber nicht zu spoilern. Und dann würde ich sagen, wir starten doch einfach mal. Bevor ich es vergesse, eine liebe Douglas-Verkäuferin hat mich darauf hingewiesen, hey, wenn du die Douglas-App hast, beziehungsweise die Douglas Beauty Card, dann bekommst du 15% Rabatt. Das heißt, ich habe für den Kalender nur 33 Euro irgendwas bezahlt. Voll super. So, los geht's. Praktisch, aber irgendwie auch nicht. In den Kläppchen befindet sich immer so eine kleine Information zu den Produkten. Das ist gut, wenn man halt direkt das Kläppchen auspackt und das Produkt in die Hand nimmt. Aber diese Information steht dann manchmal nicht auf den Produkten selber drauf. Das war letztes Jahr schon genauso, habe ich da auch schon bemängelt. Das ist dieses Jahr auch so. Ja. In Kläppchen Nummer 1 haben wir von Süß. Superfood for your skin. Kenne ich nicht. Eine Moisturizing Cream. Prickly Peel and Probiotic. Ja, das ist eine Gesichtspflegecreme mit Feige, glaube ich. Oder was war das? Mit Kaktusfeige ist das, genau. Genau, genau. Ja, das ist eine schöne Probegröße von 20 Millilitern. Da kann man sich nicht beschweren. Also die Marke sagt mir gar nichts. Die ist hier auch offen. Riecht sehr angenehm. Doch, das gefällt mir. Das Design des Kalenders gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es ist ein bisschen schwierig, da jetzt die einzelnen Zahlen zu finden. Ich suche jetzt schon seit 2 Minuten nach der 2. Kläppchen Nummer 2 beinhaltet ebenfalls ein Produkt von dieser SYS, Superfood for Your Skin. Das ist ein Collagen Manager Drops mit Chlorella und Probiotik. Aha, okay. Das ist ein Wirkstoffkonzentrat, also wahrscheinlich einfach ein Gesichtsserum. Mhm. Und im Kläppchen steht drin, dass es beim Kollagenaufbau helfen soll und quasi die Spannkraft der Haut verbessern soll. Ja, für jüngeres Aussehen. Oh, von der Douglas Eigenmarke eine Handcreme Home Spa Beauty of Hawaii. Sehr schön. Hibiskus und Macadamiaöl. Sehr gut. Eine feuchtigkeitsspendende Handcreme und das finde ich großartig. Handcremes ist immer so ein Thema für sich. Wenn man, so wie ich, relativ viele Beautyboxen immer mal wieder bekommt, hat man Massen an Handcremes. Also ich kann mich vor Handcremes echt, ich brauche nie wieder Handcremes. Aber sowas finde ich cool. Das ist eine gute Größe und Hibiskus und Macadamiaöl. Das hört sich so an, als würde ich das mögen, ne? Es ist noch zu. Ja, aber es riecht schön. Es riecht total floral. Mm, das ist angenehm. Ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Beauty of Hawaii. Hula, hula. In der Nummer 4, die sehr, sehr groß war, wie du siehst, verbirgen sich so von Starskin diese Unteraugenmasken. Biozellulose Augenmasken, genau. So schauen die aus. Und Augenmasken sind immer gut. Ich verwende sehr, 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 sehr häufig Augenpads. Oder halt ziemlich dick meine Augencreme auftragen, einwirken lassen und dann wie eine Augenmaske entsprechend. Ne? Dann zieht es entsprechend ein. Ja, sehr geil. Die Marke ist auch sehr schön, gefällt mir richtig gut. Und ja, das sind halt so Zellulose-Patches. Ja, also keine Gel-Patches, sondern mit Zellulose quasi. Schön. Großartig. In Nummer 5 ist so ein Dreierpack Invisibobbles. Invisibobbles sind die besten Haargummis für meine Haare. Also du siehst ja, ich habe Zotteln, ne? Und bei mir leiern Haargummis sehr, sehr schnell aus, weil ich die ja auch 5-fach um meinen ganzen Bommel darum zubommeln muss. Und da funktionieren die originalen Invisibobbles tatsächlich am besten. Und das ist so eine schöne Farbe, die auch zu meiner Haarfarbe echt passt, ne? Also das ist jetzt nicht die transparenten, aber die sind so... Ja, ich kann das ja mal eben rausholen. Kaschmir steht hier, glaube ich, drauf. Cozy Kaschmir. Ja, das, ne, die sind so leicht glänzend und so ein bisschen aschig. Also fast schon die Farbe meiner Augenbrauen. Großartig, das gefällt mir richtig gut. Nikolaus,
geil. Also in Nikolaus haben wir ein richtig tolles Produkt und zwar eine Mascara von Douglas, Kiss and Curl, Volume and Curl Mascara. Also die macht Volumen und Schwung und die sieht toll aus. Meine Herren, gefällt die mir gut, ne? Cool. Ich habe ja aktuell auch meine ABC-Reihe mit Full-Face-Make-Ups, also das wird garantiert auch irgendwo noch irgendwie inkludiert werden. Ich kriege das hin. Wow. So, dann machen wir die mal auf und ich vermute, das wird ein Riesen-Oschi. Ja. Oh, guck dir die an. Die ist riesengroß. Das ist ein Kunsthaarbürstchen und das hat in der Mitte quasi eine Kuhle drin. Nicht in der Mitte. Die so, oh Gott, die so richtig geschwungen. So richtig spiralförmig. Riecht nach Mascara und sie ist riesengroß. Geil. Da freue ich mich schon aufs Austesten. Gutes Nikolaus-Produkt. Ja, da freut sich Santa Claudi. Oh, schöne Badebombe. Ich habe leider keine Badewanne, aber in der 7 ist eine Badebombe drin. Riechst du so auch nicht viel durch. Breath of Arizona von Douglas Home Spa. Das ist eine sprudelnde Badetablette und hätte ich eine Badewanne, ich würde suchten, ne? Aber habe ich leider nicht. Ist aber immer schön zum Verschenken. Da freut sich jemand drüber. In der Nummer 8 haben wir ein Produkt, was ich großartig finde, denn ich bin ein Maskenfreak. Wer mich schon länger kennt und schon länger abonniert hat, der weiß das. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne hier unten einmal nachholen. Ich verwende unfassbar gerne Gesichtsmasken. Hier haben wir von Anayake oder Eneyeki eine Bamboo Mask Hydra Energy Zone, also eine hydratisierende Gesichtsmaske, die Feuchtigkeit spendet und die kannst du einfach 5 Minuten auf deinem Gesicht einwirken lassen und hast dann eine schöne Hydratisierung. Den Geruch von Anayake, habe ich bislang als noch nicht so geil empfunden, aber wir riechen mal dran. Riecht nach nichts. Das riecht jetzt tatsächlich mal nach nichts, aber die wird auf jeden Fall getestet, da freue ich mich mega drauf. Cool. So ein bisschen Home Spa darf auch mal sein, oder? So, in der Nummer 9, die sehr, 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 sehr klein war, haben wir eine wundervolle Ampulle. Und zwar den Nutri-Focus von Douglas. Mega. Also ich habe die Ampullen von Douglas auch schon mal ausprobiert und ich fand sie echt toll. Also nicht jede hat mir gefallen, aber das hier ist quasi eine nährende Maske. Und da habe ich auch irgendwas mit Aprikose und mit Butter gerade gelesen in dem Kläppchen, weil natürlich auf diesem kleinen Ding steht nichts drauf. Und sowas verwende ich ganz gerne als Ersatz von einem Gesichtsserum und dann halt darüber die ganz normale Tagespflege. Also wahnsinnig toll. Gefällt mir richtig gut. Ich mag Ampullen und ich finde es schön, dass auch hier eine Ampulle mit drin ist. In der Nummer 10 haben wir ein kleines Tübchen, auch wieder von Anayake oder Eneyeki. Ultra Time Cream, Anti Wrinkle Redensifying Cream. Okay, also quasi eine Anti-Faltencreme in dem Sinne. Und das ist ein kleines Tübchen von 7 Millilitern und hier steht drauf, festigende Anti-Faltenpflege. Sehr schön. In der Nummer 11 haben wir ein riesen Kläppchen gehabt, also das ist echt ein Oschi. Das ist von Douglas Hair, das True Volume Volumizing Jelly Mask mit Ingwer und Aloe Vera für sehr gut, feines, flaches Haar. Das habe ich. Und ja, das ist einfach eine Haarmaske, die du 3 Minuten lang einwirken lassen kannst. Da ist jetzt nicht so ultra viel drin, ne? Also gut, jetzt hier sind 20 Milliliter drin, das geht wohl, weil ich habe ja echt ziemlich lange Haare. Also da muss immer ordentlich was rein. Ich mache das immer ab dieser Höhe ungefähr, dass ich mir dann eine Haarmaske, Haarkur, wie auch immer, eingebe, das einwirken lasse. Und ja, da wird das auf jeden Fall seine Anwendung finden. Finde ich richtig klasse. In der Nummer 12 haben wir noch ein Anti-Aging-Produkt. Also dieser Kalender scheint dann auch eher was für die erwachsenere Generation zu sein und nicht jetzt unbedingt für einen Teenager oder so. Youth Shots. Und da sind 4 Stück Anti-Aging-Cream mit drin. Okay, ja. Ne? Das sind einfach 4 so Mini-Sachets und Youth Shots. Jugendlichkeitsschutz. Das finde ich auch irgendwie witzig. Ja, Anti-Falten-Produkte. Läuft. Ui. Ja, wow. Ja, die Nummer 13 ist ein Nagellack von Douglas in der Farbe Bold. Be Yellow, Be Yourself. Das ist eine krasse Farbe, ne? Also gelber Nagellack sieht bei mir leider überhaupt nicht gut aus, der steht mir nicht. Ist aber eine interessante Farbe, ne? Also wenn der wirklich deckend ist und wenn du da vielleicht nicht jeden Nagel in dieser gelben Farbe hast, kann das gut werden. Ansonsten finde ich das sehr, sehr... Weiß ich nicht. Schwierig. Da hätten die vielleicht besser einen goldenen oder so reinpacken sollen. Aber das haben dann wahrscheinlich die meisten, ne? So Gold und Rot jetzt zur Weihnachtszeit. Dann ist es halt auch schon irgendwie kreativ, aber... Interessante Farbe.
Wow, die Nummer 14 ist ein Parfüm. Da habe ich mich in dem letzten Jahr auch schon immer sehr drüber gefreut. Das ist auch von Anna Jahrke, das Pur Elle, ein Parfüm. Und das gucken wir uns mal an. Das ist so ein Roller und der riecht sehr frisch, sehr sportlich, muss ich gestehen. Nicht so ganz mein Duft. Also ein Hauch floral ist ja auch mit dabei, aber hauptsächlich riecht er sportlich. Ich weiß nicht, wo der hinwandert. Vielleicht zu dir. Oh, krass. Das ist ein richtig schöner Tiegel. Und erst dachte ich, als es so von oben war, so, oh, ist es Barbour oder so, ne? Aber es ist von Dr. Susanne von Schmiedeberg. Eine L-Carnosine Anti-Age Cream. Also definitiv. Dieser Kalender ist nichts für Teenager. Das ist eher sowas für jemanden ab 25, würde ich sagen, weil ich glaube, ab 25 fangen die Zellen erst an abzubauen. Ja, ab 25 würde ich den empfehlen. Jo, das ist einfach eine Anti-Aging-Tagescreme. Ohne Nachtcreme. Steht nicht bei, ob Tag oder Nacht. Es ist einfach eine Gesichtscreme. Und das ist ein Tiegelchen von 15 Millilitern. Ist ganz süß. Ja, doch, kann ich mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Ist auch noch komplett zu. Riecht man auch nichts durch. Also das finde ich interessant, ist auch ein richtiger Milchglas-Tiegel, also das ist Glas. Cool. Die Nummer 16 ist auch eine Ampulle von der Dr. Susanne von Schmiedeberg und das ist ein Lifting Power Serum, auch wieder eine kleine Ampulle mit Abbrechhilfe, was sehr, sehr praktisch ist. Da machst du dir die Finger nicht kaputt. Und ja, das ist cool. Mit Hyaluronsäure stand da auch drin. Ne, definitiv kein Kalender für Jüngere. In Kläppchen Nummer 17 verbirgt sich eine wundervolle Feuchtigkeitsmaske. Das finde ich großartig. Ultimate Skin Aesthetics Express Moisture Mask. In nur 5 Minuten, das ist eine Tuchmaske, hast du dann ein schön durchfeuchtetes Gesicht. Und das finde ich super. Das ist klasse. Ein großartiges Produkt, hoffe ich. Ich werde sie testen. Übrigens war das Kläppchen echt riesig. Guck dir das an. Wow! Die Nummer 18 war lang und schmal und hat einen Lip Liner drin gehabt. Und von Douglas der Ultimate Longwear Lip Liner ist das in der Farbe Burgundy Red. Das ist ein wundervolles weihnachtliches Rot, also richtig klasse, passt zu Weihnachten. Ich finde diese Mischung mittlerweile sehr, sehr schön aus dekorativer Kosmetik, aus Pflege und einfach auch mal was anderes. Dass eine Ampulle mit dabei ist, zwei Ampullen, dass ein Parfüm mit dabei ist. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiger Kalender. Wir gucken mal weiter. Die Nummer 19 kann man super zusammen mit der Nummer 4 verwenden. Und zwar ist es eine Lippenmaske, die ist, auch wieder mit Biozellulose und die soll die Lippen aufplumpen und Feuchtigkeit spenden. Und das finde ich total großartig. Also da kannst du echt hier oben die Augenpads, unten die Lippenmaske 1A. Dann machst du dir noch die Haarmaske rein. Alles gleichzeitig. Und dann kannst du dir nebenher noch eben die Nägel lackieren. Super. Oh, die Nummer 20 ist wieder so ein Parfüm und zwar von Mercedes-Benz Woman, ein Eau de Parfum. Das habe ich, das ist toll, das ist richtig klasse, das riecht echt gut und die Mercedes-Benz Parfüms sind wirklich, wirklich schön. Das ist auch wieder ein Roller. Es hat so einen leicht süßlichen Duft, also großartig, der gefällt mir unfassbar gut, aber den habe ich halt wie gesagt schon. Mega, also das ist ein ganz, ganz toller Duft, der gefällt mir. Oh, so blumig, sanft. Pudrig, schön. Aber wichtig, die Douglas Adventskalendertürchen ganz vorsichtig aufmachen. Denn wenn du da halt so ein Glasflakon drin hast und da nicht aufpasst, dann fliegt der dir runter. Das wäre super ungünstig. Noch ein Anti-Aging-Produkt in der Nummer 21 von der Firma Biotolin. Das Supreme Skin Gel. Da hast du ganze, wow, 4,5 Milliliter drin. Ist okay, ne? Es ist halt ein Adventskalender und jetzt kein Full-Size-Gedöns. Und Biotolin ist auch eine relativ hochwertige Marke. Und ja, das ist halt auch gegen Feuchtigkeit. Es ist feuchtigkeitsspendend und gegen Falten. Es geht schon steil Richtung Weihnachten, ne? Und um dich entsprechend auf Weihnachten vorzubereiten, ist hier von Starskin so ein 7-Sekunden-Patch mit drin. Ich glaube, so ähnlich war das auch tatsächlich in dem letzten Adventskalender von Douglas mit drin. Das finde ich okay, ne? Also das ist so ein Pad, da kannst du deinen Finger reinmachen. Du wäschst erst dein Gesicht, dann nimmst du das Pad, reibst damit 7 Sekunden lang über dein Gesicht, aber ganz ehrlich, du brauchst vielleicht ein bisschen länger, weil das Gesicht ist einfach größer. Vor allem, wenn du dir das in Ruhe gönnen möchtest, dann machst du es definitiv länger als 7 Sekunden. Und dann gehst du mit der
anderen Seite nochmal drüber, um das entsprechend einzumassieren, damit das Ganze sich besser verteilen kann, beziehungsweise in die Haut einziehen kann. Und dann soll das wie eine 7-Sekunden-Maske halt wirken und dein Gesicht soll wundervoll sein. Ja, ne? Interessantes Produkt, habe ich schon mal getestet, hat bei mir jetzt nicht so den Ultra-Effekt gehabt, um ehrlich zu sein. Am 23. Dezember, am Tag vor Weihnachten, kannst du dich nochmal etwas mehr auf Weihnachten vorbereiten, auf den Heiligen Abend mit dem Gesichtsgel von Anayake mit Bambus. Und das soll dir Energie geben, vielleicht einfach mal um den ganzen Vorweihnachtsstress, wie auch immer, so ein bisschen auszugleichen und um am Heiligen Abend erholt und frisch zu sein. Und ja, keine Ahnung, ne? Man muss sich eine Story dazu bauen. Ist für mich jetzt aber nicht so wirklich ein Winter-Weihnachtsprodukt, muss ich gestehen. Okay, wow. Und am 24., am Heiligabend, hast du so ein richtiges Parfüm mit drin. Das ist von Ariana Grande. Und das ist dieses Wolkenparfüm. Wie heißt das denn nochmal? Keine Ahnung. Es ist dieses Wolkenparfüm und da rieche ich doch mal dran. Okay, es ist halt nicht mit einem Zerstäuber und auch nicht mit einer Rolle. Das ist unpraktisch. Das gefällt mir gar nicht. Und es riecht gut, aber halt wieder frisch. Ich bin kein Fan von frischen Düften, ich bin eher der süße Typ. Riecht jetzt nicht verkehrt, aber haut mich jetzt auch nicht vor den Socken, ne? Ist für mich jetzt kein Weihnachtsduft. Also das würde ich Weihnachten auf gar keinen Fall tragen. Das wäre für mich eher ein Sommerduft jetzt, ne? Naja, aber das ist quasi, ja, die Nummer 24, das ist Heiligabend. Leute, cooler Adventskalender, oder? Also ich fand den echt abwechslungsreich. Hat mir wirklich gut gefallen. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Ich gucke mal, was ich dir jetzt mal in die Verlosung mit reinpacke. Und zwar nehme ich da als erstes von Starskin diese 7-Sekunden-Maske. Dann bekommst du von Douglas Home Spa diese Badetablette mit da rein. Die beiden Produkte von Sys, das ist ja einmal die Gesichtscreme. Und das ist dieses Gesichtsserum. Und die letzten zwei Produkte, die ich mit in die Verlosung reinpacke, ist einmal von Anayake, das Puel, dieses Parfüm mit dem Roller oben dran, und von Douglas Nail Polish, die Farbe in Gelb. Das sind die 6 Produkte, die du in diesem Video gewinnen kannst. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Sei auf jeden Fall Abonnent meines Kanals. Falls du es noch nicht bist, solltest du es auf jeden Fall nachholen. Und ja, mir persönlich hat der Adventskalender wirklich gut gefallen aufgrund seiner Vielfältigkeit. Es hätte ein bisschen mehr dekorative Kosmetik sein können, aber Douglas steht für mich persönlich eher für Parfümerie, für Pflegeprodukte und eher weniger für Make-up. Auch wenn ich persönlich mir recht viel Make-up bei Douglas online bestelle, muss ich gestehen. Aber im Großen und Ganzen ist Douglas eher eine Parfümerie. Also wir haben hier 3 verschiedene Düfte drin, wir haben verschiedene dekorative Kosmetikartikel drin und wir haben eine große Bandbreite an verschiedenen Pflegeartikeln von tollen Marken. Richtig klasse. Also ich freue mich drauf, das Ganze auszuprobieren. Hier blende ich dir mal den Gesamtwert ein. Sollte ja ungefähr 200 Euro sein, ne? Aber ich gehe da mal von aus. Das heißt, mit diesem Adventskalender hast du einen richtig tollen Deal gemacht. Also das ist ja ein Vielfaches von dem Wert, was du ja dafür bezahlst. 39,95 regulär, 15% Rabatt, wenn du es im Laden mit deiner Douglas-Card kaufst. Ich kann es empfehlen. Schau auf jeden Fall mal bei Douglas vorbei. Die werden garantiert noch ein paar mehr Adventskalender raushauen. Die werde ich ja auch nochmal öffnen. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!